Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gold Rush The Game. Wir sind hier wieder in unserem Mega-Claim, in unserem Tier-3-Claim und mit dem Radlader zugange. Mein Radlader-Freund und ich, wir gewöhnen uns langsam aneinander. Es war zunächst auch mal eine Geschichte voller Missverständnisse, aber so langsam aber sicher haben wir so ein bisschen einen Drive bekommen, wir zwei. Auf jeden Fall hänge ich hier gleich irgendwie ganz tief im Loch drin und komme gar nicht mehr raus. Noch zwei Schäufelchen würde ich sagen, dann können wir die Anlage leer waschen, aufwaschen, in der Hoffnung, dass wir dann uns vorne diese Förderbänder-Dinger leisten können, denn ich glaube, so wie wir es im Moment machen, schmeiße ich doch jede Menge beim Schaufeln hier noch daneben. Das sieht man auch daran, 75%, das heißt, insgesamt schon 5% Verlust, das müssten wahrscheinlich 80 sein, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Ich weiß nicht, wie du das siehst. So. Vielen Dank für die ganzen Bilder, die ihr mir auch geschickt habt von euren Dingern. Von euren Nuggets. Nein, von euren Goldclaims. Wie ihr die aufgebaut habt. Ja, und jedenfalls, es ist gut möglich, dass das hier die letzte Folge dieser Staffel ist. Denn es geht darum, wann die neuen Inhalte erscheinen. Ich möchte natürlich up to date sein und nicht irgendwie wieder hinterherhängen, denn YouTube ist da mittlerweile wie eine gefräßige Raubkatze geworden und bestraft jeden, der zu spät kommt. Muss man einfach mal so sagen. Da muss man leider sehr extrem mittlerweile drauf achten. Huch. Und ich mag diesen Stress eigentlich gar nicht. Deswegen. Ja, aber deswegen immer so ein bisschen sporadisch teilweise hier im Moment. Ich versuche jetzt mal hier diese Pylonen runterzufahren. So. Sag mal, wenn ihr den Salat, dass ich nicht rauskomme. Vielleicht nochmal mit Schwung. Ja, da muss man schon sehr ordentlich arbeiten hier am Rand, wie es aussieht. Das ist aber was man in der Serie sieht, ne? Da fahren sie die Fahrzeuge fest. Manchmal kriegen halt die Fahrer da 50 Euro, dass wir in die Maschine festfahren. Aber ja. Nicht ungefährlich. Ich glaube, da brauchen wir auch wirklich noch diese Planierraupe, dass wir hier erst uns so einen kleinen Weg da reinschieben können. Und dann mit voller Schaufel dann da weg. Also das würde ich jetzt vielleicht noch machen, dass wir uns diese kleine Planierraupe noch holen. Aber erstmal müssen wir hier die Anlage noch zu Ende befüllen. Ich glaube, was habe ich jetzt gesagt? Noch eine Schaufel dann, ne? So. Das scheppert hier vielleicht. Ne, 94 sind wir schon, ne? Oder ist das 84? 94. Warte mal. Das ist wohl sehr leise, der Bagger. Ja, das lassen wir so. Okay. So. Ich überlege wirklich, ob ich zwischen den Folgen mal die Sachen alle nach unten stelle. Also die Waschsachen unten hier ans Ende, dass wir nicht so kilometerweit laufen müssen. Das wäre vielleicht eine Maßnahme, oder? Was meint ihr? Da sei es natürlich auch cool, wenn man hier, ne, langlaufen und so. Oder soll ich... Nee, wir machen jetzt die beiden Eimer da unten und mit den Matten und so, das scheint ja alles richtig zu sein. Warum laufe ich jetzt eigentlich mir dann her? Mach doch mal was gerade wohl hier, was soll denn das? Was ist da los? So, Eimer. Irgendein dieser Eimer soll ich übrigens nicht verwenden, wurde mir gesagt. Ich weiß nicht, was damit gemeint war und deswegen mache ich einfach, wie ich meine. So. Ich glaube, man muss die Maschine ausstellen, kann das sein? Ja, ist wirklich ein bisschen ungünstig hier mit dem Waschen. Ja, klappert schon. Der Waschtisch klappert schon vor Begeisterung. Wo ist denn hier? So. Und dann achten wir gleich mal drauf. Wir sind jetzt bei 9 gleich. So. Zack. Bei 4 sind wir gleich, nicht bei 9. Also bei 4 Nuggets sind wir gleich und dann werden wir gleich mal hier Eimer Nummer 1 testen.
So. Los geht's. Eimer Nummer 1. Also so wirklich gut ist das nicht, ne? Na gut, komm jetzt drauf an, wie lange der wäscht. Oder ob ich nicht wieder irgendwas falsch gemacht habe. Jetzt habe ich schon wieder... Oh, 4 Unzen. Mhm. 4 Unzen. Das ist ja jetzt nicht so die Mega-Ausbeute, wenn ihr mich fragt. Aber es ging natürlich auch ein bisschen schneller. Hm. So, dann haben wir hier bei 8,4 angefangen, aber 8,2. Hä? So. Würde ich sagen, waschen wir noch die Matten und schmeißen sie auch nochmal rein. Weil ansonsten hat es sich ja wirklich nicht gelohnt. Ah, nee. Moment, wir müssen jetzt erst die Maschine ausmachen. Warum? Wenn die Siebe nicht da drauf liegen, ne, dann fließt das Wasser direkt über die Matten und wäscht die aus. Das darf nicht sein. Ich habe auch so ein bisschen Angst, ja. So, warte mal. Was kann aus? Der kann aus. Der kann aus. Der kann aus. Ja, schon krass, ne? Wie laut das Aggregat ist. So, das mit den Matten, das war zuletzt relativ spannend. Weil ich hier immer rausgeflogen bin. So, warte mal, fangen wir mal hier hin. Zack. 2, 3. Was ist denn, wenn wir den Eimer mitnehmen? Huch. Komm hoch. Mit Eimer kann ich nicht springen, oder was? Doch. So, pass auf. Sehr gut. Das war jetzt 30%. Also wir kriegen so nochmal 2 Eimer raus, ne? Weil das sind ja 6 Matten. Und der wird jetzt voll sein. So, das heißt, ihr müsst jetzt mal das letzte Video anschauen, das vorletzte Video anschauen. Da werten wir ja 4 Eimer raus. Und hier haben wir jetzt auch 4 Eimer dann am Ende gewaschen. Und dann wissen wir, minus die Tatsache, dass wir hier ein bisschen schneller sind, ob das was gebracht hat. So, die Lampe mal eben, kann man ganz wichtig, dass wir die mal umschmeißen. Na? Hallo? Heute noch? Achso, wir können mal eben in der Zwischenzeit eine Sache gucken. Und zwar, ob hier wir einen weiteren Mitarbeiter an das Ding stellen können. Und ob unsere Mitarbeiter überhaupt wieder arbeiten, weil die... Die fliegen ja immer raus. Zuweisen. Warum fliegen die immer raus hier? So, Frontleiter können wir noch einstellen und Rütteltisch können wir noch einen einstellen. ...48 lohnt nicht, ne? Hatten wir, glaube ich, rausgefunden. Oder wie war das? Oder lohnen die immer? So. Müssen wir nochmal gucken. Bin ich mir gerade nicht so sicher. So, was ist denn jetzt hier?
75. So, ist in den 75 vielleicht mehr drin als in den anderen 90? Wir gucken mal. Das waren ja zuletzt immer so 4. Aha. Habe ich eventuell das falsch verstanden? Ich muss ohnehin nur die Matten waschen. Und diese Eimer sind ein kleiner Bonus. Kann das sein? War das gemeint von dem einen Zuschauer? Dann nehme ich sofort alles zurück. Überhaupt das Gegenteil. Wow, jetzt. Hier 8, 12, 10. Ne? Das sieht doch gut aus. So. Das Röllchen wieder runtergefallen. Ich drehe durch. Schon extra so gemacht, damit das nicht passiert. Mann. Ich muss das wieder suchen. Das ist irgendwo runtergefallen. Ich finde das wieder nicht, ne? Kennen wir ja schon. Nehmen wir das hier so lange, bis wir das andere finden. So, dann sind wir bei 22 Unzen. Das heißt, wir werden dann gleich 32 Unzen haben, das bedeutet, wir werden wahrscheinlich auf jeden Fall gegebenenfalls dann uns den kleinen Dingsy kaufen können, den kleinen Schiebebagger. Würde ich gerne auch testen, wie das sich dann ausgeht, wie das funktioniert. So. Dann sind wir bei 23, wenn meine Theorie stimmt, dann kommen wir irgendwo bei 32 raus, plus 48. Wenn wir dann in die Stadt fahren, das wäre ja wahrscheinlich dann ganz gut. Da kommt übrigens dann auch irgendwie kein Magnetit raus aus diesem Zeug. Und dann haben wir noch einen ganzen Claim hier groß vor uns. Dann müssen wir wahrscheinlich auch eine Stelle finden, wo wir am besten rauskommen hier dann, ne? So. Also wie gesagt, 32 war meine Vermutung, ne? Mal gucken. Also wir waren irgendwie sehr langsam mit dem Zeug. So. Ja, es kann natürlich auch immer sein, dass ein dickes, dickes Ding drin ist oder halt überhaupt nichts drin ist. So ein bisschen scheint da wirklich auch noch der Zufall mitzuspielen. Tja, und wenn man hier nicht aufpasst, wenn man hier so über so Kanten kommt, dann steht man wirklich da, wie es scheint. 32 habe ich getippt, 33 ist geworden. Und hier müssen wir mal eben kurz mit dem Heimwerker-Simulator und Farmers Dynasty mal eben das Dach reparieren. Videos dazu natürlich auch bei mir im Kanal. Ja, dann können wir hier ausschalten. Jetzt sieht man noch irgendwas an. Okay. So, dann würde ich sagen, wir tanken nochmal auf, damit wir nicht mal das Gewicht mit uns rumschleppen. Und sehen uns dann in der nächsten Folge / Staffel wieder, dann vielleicht mit neuen Inhalten. Und ich würde ganz einfach dann zwischen den Folgen hier nochmal einmal voll machen oder so. Ich weiß nicht. 33, dann wären wir bei 66, wenn wir nochmal voll machen wahrscheinlich. Da hat jemand geschrieben, das geht übrigens nicht. Natürlich geht das. Ist halt nicht, ist aber nicht unbedingt so vorgesehen. So, was haben wir denn noch? Ja, dann haben wir die Tier-3-Anlage am Laufen. Das wollte ich halt hier jetzt in den Folgen noch eben als Update bringen. Danke euch auch auf jeden Fall für die tolle Unterstützung. Ist ja bald Weihnachten oder wann auch immer die Folge rauskommt, war es das vielleicht schon bei diesem Projekt. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich hoffe, ich kann euch die neuen Inhalte bald zeigen. Ansonsten geht es halt normal weiter. Deswegen aber aktuell nur so Mini-Staffeln immer. Das ist natürlich für mich ein bisschen mehr Aufwand. Aber hey, ich denke, ihr wünscht euch von mir dann auch immer relativ zeitnah bestmöglich informiert zu sein. Das ist mein Anspruch. Und guck mal hier, also so schlimm ist das doch gar nicht.
Den kriegen wir ja bald ganz voll damit. Also wie auch immer das wieder behauptet hat, das war wieder so ein Mr. Neunmal klug. So, dann haben wir das nämlich voll. Ist wahrscheinlich trotzdem die Riesenverschwendung hier. Ich würde sagen, ich fahre da mal in die Stadt und schaue mir an, die neuen Investitionen für die Zukunft. So, Gold eingeschmolzen und verkauft. 86.000 rausgekommen. Der Kipp-Salami-Laster, der wird es nicht werden. 15.000 ist der Container. Und das Fließband selber 120.000. Also, das wären so die Preise, auf die wir dann hinarbeiten müssten. Und wir könnten uns allerdings dann hier die kleine Raupe Nimmersatt mal holen, um zu schauen, wie wir da weiter verfahren. Aber das würde ich gerne abwarten. Wie gesagt, bis zur nächsten Folgestaffel, wie auch immer, wann die Content und Inhalte kommen. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.